Hallo, Freunde des Radsports und herzlich willkommen zurück in unserer Pro Cycling Karriere mit Bernaino. Ja, wir sind hier jetzt gerade im nächsten Etappenrennen. Bei der ersten Etappe sind wir ausgerissen und konnten da leider nicht mehr mit dem Feld reinkommen. Jetzt steht erstmal eine Flachetappe an bei Route de Limousin, zweite Etappe. Und ja, ich hoffe mal, dass ich mich da genug entspannen kann, denn hier Frische ist nur noch auf sehr gut. Dass wir dann vielleicht bei der nächsten Hügeletappe dann wieder ausreißen können. Im Moment sind wir im Bergtrikot auf jeden Fall. Sag ich für euch mal das Magazin. Sind wir natürlich bei Favoriten nicht dabei, weil es ja eine Flachetappe ist. Und wir sehen uns da gleich. Greetings to all. Today's terrain is fairly level, so it's ideal ground for those who are good on the flat. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Etappe der Route Limousin. Wie gesagt, ist eine Flachetappe. Wahrscheinlich Arbeit, oder? Oh ne, ich soll wieder ausreißen. Ich hätte auch plus 3. Naja, ich will ja die Punkte haben. Ja, dann reißen wir halt wieder aus, so als Bergtrikot. Vielleicht können wir uns da hinten ja noch die Punkte mitnehmen. Leider kommen die beiden Kategorie 2 Hügel ja erst ganz, ganz hinten. Mal sehen, ob wir dann noch vorne sind. Naja, dann aber nur sehr gut. Dann sind wir wahrscheinlich in der nächsten Etappe nicht gerade fit. Da können wir hier auch loslegen. Aber naja, bevor ich halt gar keine Punkte bekomme. So, das ist sogar einer von uns. Oh boy, they're attacking a long Der hier way doch from auch, oder home. nicht? Ja, ich mache lieber einen Gegenangriff. Oh, jetzt geht es nochmal bergab. Things are heating up in front. Da greift noch einer von uns an. Nein! Wurstfinger gehabt. Drei aus unserem Team hier. Breakaway. Aber die hinten, die führen auch schon. Naja, ich denke mal, da werden die uns wahrscheinlich wieder einholen, wa? Ich meine, vielleicht hören sie zwar auf, wenn sie den hier haben, aber das wage ich zu bezweifeln, wenn hier drei von uns drin sind. Ja, 85 ist noch zu wenig. Das Feld macht richtig Dampf. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Ja, unsere beiden haben zum Glück auch hohen Abstand zum gelben Trikot. Boah, dass sie diesen einen hier noch nicht mal kriegen, ey. Was macht denn der für Druck alleine? Wäre ja schön zu sehen, ob sie dann aufhören zu fahren im Feld. Aber er wieder alleine dagegen hält, ey. Na los, fällt, fang den ein und mach dann ein bisschen langsamer. So, jetzt haben sie den. Mal gucken, ob sie jetzt aufhören. Abstand wird größer. There's now more than a minute between the Ja, breakaway and the pack. es scheint so, a couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't ja, have ja, anybody in the breakaway ist wieder group. runtergegangen. Wunderbar. Also, die aus meinem Team hängen alle relativ weit zurück. Der hängt auch zurück. Und der hängt auch zurück. Also, fürs gelbe Trikot ist hier niemand eine Gefahr. Lala, bisschen weniger und noch weniger Energie sparen. Alle grün. Können noch weniger machen, nur auf 60. Ach, sieht im Moment ganz gut aus. Ja, dann müssen wir uns natürlich auch die Sprintwertung holen, weil wir ja im Moment Dritter sind. That's more than 2 minutes separating them. Steuern darf ich von den beiden leider keinen. Jetzt müsste die nur mal langsam wieder rausgehen. Und wieder rennen. Müssten wir für den Sprint ganz gut sitzen.
Na, wann geht er raus? 2 Kilometer. Das geht auch relativ steil nach oben. Da will ich Sprit unbedingt haben. The peloton has slowed right down. The teammates of those in the breakaway are not going to make an effort. It's up to the other teams to get their fingers out. Oh, mein eigener! Was für ein Assi! Du kannst doch hier deinem Teammate nicht die Spritzerpunkte wegnehmen. Ne, das war jetzt ja natürlich echt ziemlich scheiße, würde ich mal so behaupten, ne? Naja, wir können auf jeden Fall mal zappen. Na, jetzt wollen wir anscheinend schon über 60 fahren. Vier Minuten sind wir gerade drüber. Ja, fliegen wir irgendwie wieder raus aus der Führung. Ausweisversuch ist auch schon am Zählen. So, da kommt der nächste Sprint. Aber dafür sitze ich noch nicht richtig. So, fahr du mal noch vor. Da ist der Puls auf jeden Fall hinten erhöht. Ja, Abstand wird auch ein bisschen weniger. Zwischendurch mal wieder ein Sekündchen mehr. Der Sprit, ich war gleich los, ey. Haben wir. Der wollte auch wieder. Der hatte aber noch gar keine Punkte. The pace is really hot, so for the moment we shouldn't see too many attacks. Nee, ich bleib lieber bei 65. Ich will die jetzt nicht verärgern. Komm, ja, bis zur nächsten Bergwertung können wir auf jeden Fall noch zappen, denke ich mal. Ja, so langsam nähern wir uns den nur noch 4 Minuten Abstand. Ja, ich war gespannt, ob mein Manager mich jede Etappe ausreißen lässt. Das weiß ich natürlich nicht, ob ich das 4 Etappen durchhalte. Oh, a rider has taken a tumble. Fortunately, nobody went down with him. Ja. Da gab's einen Sturz, da ist unser Abstand gleich wieder ein bisschen größer geworden. Wir nähern uns jetzt schon wieder den 4 Minuten.
wollt ihr jetzt wirklich schon so schnell fahren oder war es so wegen der Abfahrt? Nee, das sieht so aus, als wenn die schneller fahren wollen. Und wie schnell? Ich will jetzt eigentlich bei 67 Kilometer bis zum Ziel noch nicht mehr wie 75 fahren. Das ist immer ein bisschen sehr viel. Na, da haben wir den zweiten gemacht, 4 Punkte. Hier haben wir den ersten und dann haben wir schon mal 10 Punkte. Umständen bei dieser Flachetappe werden hinten vielleicht nicht gerade die Punkte einfahren, die es jetzt bei der Hügeletappe, also bei der ersten Etappe eingefahren haben. Jetzt kann man wieder ein bisschen weniger kommen, 75 muss reichen. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Da kommt die Bergwertung. There we go. That's two-thirds of the race behind us. The Entente and the escape group is far from cordial. There are a couple of riders who want to go it alone. Der hier gibt mir Kommandos, ey. Das ist echt ziemlich lächerlich eigentlich. Wenn man sich den Fahrer mal so anguckt. Oh, hier Girard, der ist auch von mir, der macht auch schon nichts mehr. They really are moving! The pack can't get strung out too far, or it's going to start breaking up. So, dann Auftrag haben wir erledigt. Okay, hier Girard, okay, dass der nichts mehr macht, ist kein Wunder, der ist völlig fertig. Und verletzt ist er auch noch. ¼ nur noch nach hinten. Vielleicht können wir den ersten Kategorie 2. Naja, was heißt vielleicht? Den werden wir auf jeden Fall noch kriegen. Weil von denen hier hat ja, glaube ich, keiner Punkte. Ne, nee. Oh, hier. Girard fliegt gleich raus hier. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Tja, jetzt müssen wir wohl schon 85. Mal wieder ein bisschen runterdrehen. Ja, aber ein anderer kann auch nicht mehr. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. So, wieder hoch hier. Oh, yeah, der scheint gut drauf zu sein. There's an attack in the group at the front.
Alter, selbst der nimmt mir meine Bergpunkte weg, Alter, der eigene Mann, ey. Das ist ja wohl lächerlich, ey. Dieses Team fährt absolut gegen mich. Also der Manager ist gegen mich, die eigenen Teammates sind gegen mich. Na, ich weiß schon, welches Team ich niemals wieder nehmen werde. Und das ist Nice Metropole. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Glaube ich nicht mehr fahren bei dem gelben Balken. Riders are falling off the back. It's not a good moment to be going through a bad patch. Am besten jetzt auch nicht mehr sprinten. Vielleicht kann ich mich irgendwie mit schnellerer Führung nach vorne setzen. Oh nee. The pack is putting the squeeze on the breakaway. They're moving along at a fair lick. You've just got to hang on. With less than 20 kilometers to the line, the breakaway still holds more than a minute's lead. Things are far from over. Unter einer Minute nur noch nach hinten. Nicht mehr. Weil es fällt sowieso gleich da. That's the end of the breakaway. The pack gave them no chance. The riders are entering the last 15 kilometers of the stage. The riders have taken their foot off the accelerator. Either they're getting a bit hot or they're saving themselves for the final dash. It's in such percentages that the strongest can create some gaps. Können wir so noch uns ein bisschen hier halten? Den haben wir geschafft. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Ten kilometers remaining. Die ganze Zeit bergab gehen würde vielleicht, aber so immer wieder hoch zwischendurch. Ich glaube, jetzt fliegen wir raus. The riders are closing on the last 8 kilometers of the stage, which will most likely end up in a mass sprint. Naja, das können wir ja auch aufgeben. So, kurz wieder ein bisschen so. Na, ist leider eine Kurve. Kriegen wir ein geiles Motorrad. Oh ja, wir haben ein geiles Motorrad. Können wir uns wenigstens den Sprit hier nochmal angucken? He really had to fight for that one. A great sprint finish. Oh, schönes Ding, konnte sich sogar kleinen Kick absetzen hier. Who appear to be fairly numerous in this difficult race. Dann können wir ja auch durchseppen. Tja, dann schauen wir mal. Es ist wirklich echt sehr, sehr komisch, dass die eigenen Leute einem da die Punkte wegnehmen. So, aber auf jeden Fall, das Punktetrikot konnten wir um einen Punkt holen gegenüber zwei. Ja, der die erste Etappe gewonnen hat und der die zweite Etappe gewonnen hat. Bergtrikot haben wir 8 Vorsprung.
Naja, da hängen wir ja ordentlich zurück da bei den jungen Talenten. Der knallt dann 9 Punkte für raus, außergewöhnlich. Und daneben, ne, für die beiden Trikots gibt es noch ein paar Punkte. So, ist denn jetzt hier schon irgendwas? Nee, das Budget von Burgos ist gekürzt. Georgshagen Hort verlängert. Ja, genau die. Hatte ich die nicht schon gelöscht? Na gut, dann halt jetzt. Ja, immer noch kein Angebot. Ja, wir gehen rein in die dritte Etappe. Jetzt wieder Hügeletappe. Bin mal gespannt, wie die Frische sich entwickelt. Das konnte ich eben auf die Schnelle nicht lesen. Oh, jetzt ist es nämlich schon nur noch durchschnittlich, ne? 2 Etappen hintereinander angegriffen. Also wenn ich jetzt doch mal angreifen muss, dann habe ich schon gar keine Frische mehr. Allerdings gibt es hier natürlich zweite Kategorie und dann nochmal erste Kategorie, relativ am Anfang. Da müssen wir mal gucken, ob wir da nicht doch ausreißen. Bis gleich. Ladies and gentlemen, welcome. It's an undulating route, so it will be a tactical race. Ja, dann herzlich willkommen zur dritten Etappe. Bin mal gespannt, was wir diesmal leisten müssen. Aha, jetzt sind wir bei der Arbeit angekommen. Wir haben wieder plus 3. Ich will halt die Punkte unbedingt mitnehmen. Dann machen wir auf jeden Fall hier bei der Etappe jetzt das mit der Arbeit. Und dann können wir auch schon loslegen. Schön so weit runter, wie es geht. Gucken, wann die ersten Angriffe kommen. Und da geht's los. He moves on to the attack. Einer von uns There's dabei. No real sense to it, but at least he Dann hier gets die a nächsten mention. beiden. Ja, das bei dem hier hat wohl nicht so ganz geklappt, wa? Was machst du denn jetzt hier vor mir? Du wolltest doch eben angreifen. Hallo? Lass mich mal durch. Er will anscheinend doch nicht angreifen. Die wollen hinterherführen. There's now more than a minute between the breakaway and the pack. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Hab da aber relativ spät mit angefangen, ne? Jetzt, wo die schon über eine Minute weg sind. Das passt mir natürlich mal wieder gar nicht. Hoffentlich wird es kein Hochgeschwindigkeitsrennen. Das ist auch nicht das Trikot. Das Trikot sei schon. Nicht das Team vom gelben Trikot. Ah, sie wollten noch mal einen mitschicken. Deswegen haben wir nachgeführt. The rider is looking to give the pack the slip. Ja, blöd gemacht. Was jetzt? Alter! That's more than 2 minutes separating them. Lass mich mal führen hier. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway nee. Group. Unter 50 ist es, glaube ich, schlechter, dann zuckt er hier immer. Dann müssen wir halt mit 50 führen. 3 Minuten. Ja, wird zum Glück nur langsam mehr. 50% haben wir schon mal. Allerdings, ob einer von meinen Leuten hier eine gute Platzierung rausholt, um auch noch den besten Wasserträger mitnehmen zu können, das wage ich zu bezweifeln. Jetzt wollen wir nicht mehr. Muss ich noch?
jetzt darf ich noch mal, kann ich auf 65 runterdrehen. Jetzt wo es hochgeht bestimmt. It's in such percentages that the strongest can create some gaps. The pack is beginning to cut the lead. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Und da haben wir 100 voll. Ja, ein bisschen fahre ich noch mit. Their front group is disorganized and some riders are exploiting this opportunity to attack. Sprint um die Bergwertung. Ja. Das hat unseren völlig fertig gemacht. Wenn ich hier mit 60 noch führen darf, dann führe ich hier den Hügel noch hoch und dann hören wir auf. Ja, soll uns reichen. So, dann können wir ihn durchsetzen. Das ist jetzt ja nicht so schwierig, das Rennen. Geht's am Ende nochmal hoch? Ah, so ein klein bisschen. Ja, ich bleib erstmal in der Reihe. Hast du recht. Der Guamon, der mit uns in der Gruppe in der Etappe davor war, der scheint hier echt der Kapitän zu sein. There's a breakaway in the leading group. Habt ihr euch den mal angeguckt, wie schlecht er ist? Ist ja unfassbar, ey. So viel Wein, ne? Wie der Manager von Nice Metropole säuft. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Der trinkt morgens bestimmt keinen Kaffee, sondern Wein. There's an attack in the group at the front. Nächste Bergwertung. Oh, das ist aber eine ganz krasse Kurve hier. Ich bin mal gespannt. Was zeigt er denn jetzt bei der Bergwertung an? Ah, Mist. Da müssen noch welche aus dem Feld durchfahren. Oh, wir sind ja schon am Hochkraxeln hier. The riders are going through a very tough portion with percentages above 10%. Müsste ich doch eigentlich wieder noch mal holen können hier, ne? There's a few riders jockeying for position at dieser the front. Assi, ey, da ist er noch mal vor mich gefahren. Wir sind leider nur noch Dritter. Na, habe ich auch ein bisschen zu spät reagiert. Ino noch weiter zurück. Oh, der hat zu viel Wind. Muss ich jetzt aber was zurückgeben an ihn? Ich habe zu viel Arbeit. Nee, ich muss mich hier ein bisschen entspannen. Ja, er sagt da jetzt ja auch, ne? Ich soll mich wieder. Da ich das Bergtrikot nicht mehr habe, muss ich eigentlich in der letzten Etappe dann doch mal ausreißen.
ich wenigstens hier ein Trikot mit nach Hause nehme. Ja, wer weiß, wie die Saison gelaufen wäre, wenn ich da mit dem Training schon bessere Erfahrungen gehabt hätte. Vielleicht hätte ich erstmal irgendwie eine Probeaufnahme machen, eine Probetour machen sollen, ohne aufzunehmen, um das alles zu checken. Weil jetzt mit meinem Hügelfahrer, wo ich gleich am Anfang, ne, die Eigenschaft, die Haupteigenschaft nach oben gepusht habe und dann unheimlich viele Punkte bekommen habe, ne, hier überall drauf, ja, läuft's richtig gut. Der gewinnt schon in der ersten Saison ein Rennen nach dem anderen. Aber naja, Ino war halt auch mein allererster Versuch beim neuen Manager. Dann auch noch in diesem Kack-Team gelandet hier. Weil so schlecht wird mein Eddie Merckx in meinem Tartaletto-Team nicht behandelt, wie Ino hier bei Nice Metropol. So, Sprint. Und als nächstes kommt da die Bergwertung. Wir haben auch schon wieder ganz schön gelitten. Gleich nochmal bergab. Da war nur 90 hier auf der Abfahrt schon mal. War gelb verloren. Also ganz schönes Stück sogar. Der blinkt hier sogar bei 99. Und muss hier aus dem Sattel. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Puncture! Your rider will have to burn some energy to get back into the pack. Ah, jetzt sind sie unter einer Minute. The Entente and the escape group is far from cordial. There are a couple of riders who want to go it alone. Ja, da muss doch einer dabei sein, der schon mal in einer Ausreißergruppe war, ne? Sonst hätten die mich doch wahrscheinlich nicht so überholt, oder? Ah, obwohl doch. Zweimal Kategorie 2, 10 und dann die 1er gab gleich 16. Oh Mann, ey, da geht's aber richtig nach oben. This climb is feared by many riders. The percentages are very high. Another attack! Irgendwas reißen können. The pack is putting the squeeze on the breakaway. Haben wir noch ein paar Punkte gekriegt? You see that? You can read the pain on the faces at the back of the peloton. There's a growing number of riders left behind. 10 kilometers to the finish line. Und sind aber fertig. And he moves on to the attack. It could be decisive. Ich muss ein bisschen zurück. Only 5 kilometers left. Ja, die letzten 5. ach Mist, dranhängen darf man ja noch nicht. The pack is back on level terms with the breakaway group. Da ist wieder dieser Ride. And they keep on attacking. Anyone that's low on gas definitely won't be able to keep up. Ja, bin mal gespannt, ob wir nicht so im Feld reinkommen. Ja, Wright wieder gewonnen, ne? Superb sprint win for Wright. Ja, bleiben wir mit drin, wunderbar.
ist auch mal wieder weit und breit kein anderer zu sehen gewesen. Ja, schönes Ding für Wright. So, ne, aber erstmal allgemein. Ja, es war klar, der hat seine zweite Etappe gewonnen. So, und am Berg, boah, hat der hier Punkte mitgenommen. Da hängen wir jetzt 18 zurück, ey, das ist natürlich ganz schön heftig. Ja, für die Führungsarbeit außergewöhnlich. Ja, so einiges an Punkten. Naja, okay, ein bisschen Monat haben wir noch, bis es die nächsten Punkte gibt. Was? Nice Metropol strebt den Eintritt in die Continental Pro Division an. Dieses Kackteam. Das ist ja lächerlich. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß bei dieser Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.